Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau. Moritz bricht eine Lanze für Laura. Als Yvonne von Lauras miesem Spiel erfährt, um an das Geld von ihrem Stiefvater Jo Gerner zu kommen, zieht sie alle Register und bricht mit ihrer Tochter. Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie Moritz das Gespräch mit seiner Mutter sucht, um ihr die Leviten zu lesen. Du lässt uns fallen, deine eigenen Kinder, konfrontiert er sie. Doch Yvonne will das so nicht gelten lassen und erwidert, das stimmt so nicht. Moritz lässt so schnell nicht locker und legt nach, weißt du, wie Laura sich jetzt fühlt? Als hättest du sie ein zweites Mal vorm Kinderheim entsorgt. Gerner versucht indes, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Es reicht, Moritz, maßregelt er seinen Stiefsohn, der sich aber nicht den Mund verbieten lassen will.